Willkommen zurück zu Divinity Original Sin. Weiter geht's hier. Das letzte Mal, wenn ich mich nicht irre, hatten wir einen unmöglichen Kampf, den wir leider nicht erstmal schaffen konnten. Oh ja. Es sei aufgeschoben. Ja, und wir mussten hier ein bisschen umstrukturieren. Es war nämlich so, wir haben eigentlich diesen Part, den ihr jetzt schon mal aufgenommen. Der Part ist aber leider fehlerhaft gewesen. Bei mir, die Rohdatei ist einfach kaputt gewesen. Und deswegen müssen wir jetzt unser Getanes jetzt nachspielen. Haben uns aber gedacht, dass wir ein bisschen was anderes machen, ne? Ja, genau, denn das letzte Mal sind wir einfach nur direkt zu ein paar Untoten gelaufen, haben die besiegt, das hat voll lang gedauert und so, aber wir haben was vergessen, nämlich den Leuchtturm. Und laut DJ Daniel könnte es sein, dass hier der Questgeber wieder steht, weil die anscheinend daran gedacht haben, dass man den auch mal respawnen müsste, wenn die Quest weitergeht, weil es Leute gibt, die ihn einfach töten, nicht wahr, John? Also sowas, dass es wirklich so barbarische Leute gibt, finde ich furchtbar. Das ist unglaublich, deswegen wollten wir hier mal nachschauen. Wir haben noch nicht reingeguckt, deswegen wird das jetzt ein bisschen Überraschung. Genau, vielleicht haben wir ja Glück. Ja, er steht... Nee, Desdemona steht da. Desdemona, okay. Aber vielleicht können wir... Können wir ja mit ihr das Quest tun oder so. Nee, können wir leider nicht. Schade. Nee, man kann nicht mit dir reden, ne? Nee, irgendwie nicht. Desdemona, hallo? Jetzt steht sie da. Du stehst auf der Asche deines Mannes, ist das schlimm? Ja, anscheinend ist sie traumatisiert, deswegen. Stört dich das? Gut, dann können wir leider nicht zur Rede stellen. Danke, John. Ah ja, ein Versuch war's wert, ne? Ah, das ist so, als ob man irgendjemanden benennen will und einfach auf Confirm drückt, ohne dass man ihn wirklich benannt hat, ne? Ja, auf was willst du da nur anspielen? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist mir das gerade so als Gleichnis eingefallen. Na, sowas. jetzt müssen wir dann aber nach Cysial Nordtor. Okay. Jumpen. Und dann haben wir hier nämlich gegen die Untoten gekämpft. Das können wir ja nochmal machen. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, was dann noch so kommt. Wir müssen ja nur wieder an einen bestimmten Punkt kommen. Genau. Zum Ende dieses Partes. Also ist jetzt nur dieser eine Part, den wir quasi jetzt nochmal nachspielen. Das nächste ist dann wieder, bei Gary ist dann wieder live und ab dann ist sowieso wieder komplett neue Aufnahmen für uns. Genau. Wir mussten nur den einen noch nachspielen, der andere steht halt auch schon, der nächste. Von daher müssen wir halt an einem bestimmten Punkt kommen, damit es ja auch nahtlos weitergeht und ich war ein bisschen schnell wieder. Aber ich glaube, das war ich beim letzten Mal auch, insofern ist es nicht schlimm. Oh, wir wollten nämlich hier diesen Schatten noch aufdecken und hier waren ja noch ein paar Untote und Heiler und so Quatsch. Du kannst übrigens schon durch deinen Zug machen. Ja, ich guck mir gerade an, was steht da alles, okay. Und die wollten wir halt noch beseitigen, auch um ein paar XP zu bekommen, damit wir vielleicht diesen doch recht schwierigen Kampf besser bestreiten können. Der übrigens nicht unmöglich sein soll, John. Wir sollten nämlich mal nach besserer Rüstung gucken, hieß es. Ja, und unser Zeug auch ein bisschen mehr benutzen, was wir so im Inventar haben, ne? Ja, unsere Schriftrollen und ähnliches. Mhm. Aber... Das wäre mal... Naja, das ist ja doof. Abgesehen davon, dass wir eh nur eine Runde ziehen konnten und danach war mindestens ein Charakter entweder zersplittert oder geblendet auf dem Boden liegen, sind halb tot. Ja, insofern, ich weiß nicht, ob der Elementarneigung so viel bringt. Oder Elementarabsorption oder irgendwie sowas. Ja, das war... Ich hätte das jetzt eher bei Magier gemacht, aber... Den habe ich leider nicht erreicht. Ja, das passiert öfters. Was kann man machen, Schönes? Eigentlich nicht viel. Ich würde gerne wieder Regentanz aufführen, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Den Magier kriege ich nicht, ne? Der ist zu weit entfernt. Das ist gemein. Ich hoffe, der kommt gleich noch ein bisschen näher. Könnte Spaß für Madora holen. Aber der ist dann zu nah dran, der kommt auch von alleine. Also lass ich's und hau einfach einer schön rein. Genau. Irgendjemandem. Den Keiler kriege ich vielleicht sogar tot, wenn ich das mache, weil ich gleich mit Feuer draufballern werde. Ich bin auch schön schnell dran, das ist cool. Ah, und da ist ja nur noch Asche. Ja, ist einer weniger. Das arme Vieh. Ja, aber es war sowieso ein... Er hat uns nichts getan. Ein blutender Zombie-Keiler, der verfault. Naja. Naja, gut. Was hat er getan? Ich hab grad nicht gesehen, was er getan hat. Moment. Er hat einen Schützen gesegnet. Wo ist ein Schütze? Ach, der Schütze. Ah, das ist ein Schütze. Den hätte ich ranziehen müssen. Okay, das mache ich gleich. Da kommen sie. Oh Gott, viele. Die Massen. Kannst auch übertreiben, ey. Jetzt wäre so ein Querschläger cool auf den Mörder. Ja. Vielleicht springt er auf die anderen drei noch über. Das wäre cool. Ja, mal gucken. Na komm. Du sollst übrigens auch mehr deine Pfeile einsetzen, John. Ja, ich bin immer so geizig damit, ne? Ich weiß, das kenne ich und das kann ich mir denken. Den Panzer Mörder hast du nicht getroffen, komisch. Das kann ich mir denken und
es stimmt ja auch, du bist theoretisch besser als ein Magier, weil du nämlich alle Elemente nutzen kannst durch deine Pfeile. Mhm. Das Blöde bei dir ist halt, dass die begrenzt sind. Ja, eben. Das ist schon scheiße, ne? Warte mal, ich hole mir mal Dora einen neuen Spielkameraden her. Oh, da platzt auch schon. Okay, das ist ein toter Spielkamerad. Hat immerhin gelohnt, würde ich sagen. Aber dafür kann ich noch jemanden anzünden. Ich bin aber dafür eher den Priester anzuzünden, weil... Oh, nice. Und der Keiler ist mit am Brennen. Sehr schön. Der Priester down. Das läuft ja gut hier. Fertigkeit, Buch des kleinen Feuerballs. Das haben wir letztes Mal nicht bekommen. Das will ich haben. Oh, scheiße. Endlich hast du einen Feuerball, Mensch. Ja, das ist so gut. Hast du so lange drauf gewartet? Ja, die Feuermagierin hat einen Feuerball. Oh mein Gott. Unfassbar. Unfreaking believable. Ah, sehr schön. Schade, dass er das Gift nicht direkt entzündet hat, denn jetzt ist dummerweise Madora vergiftet. Naja. Ein bisschen vor. Ist ja nicht schlimm. Ja, man hat uns auch geschrieben, diese Angriffshaltungen da, die ich so gerne benutze, die sind gar nicht so dolle. Ja. Mal davon abgesehen, dass es natürlich den Malus gibt, hat man auch einen Aktionspunkt weniger. Genau. Das finde ich. Ja, ich auch nicht, aber danke dafür, weil jetzt werde ich die garantiert nicht mehr benutzen. Oh ja. Aktionspunkte. Ja, gut, gar nicht mehr ist auch nicht unbedingt gut, aber nur noch sehr moderat vielleicht oder ne, in ganz bestimmten Umständen. Ja. Weil gar nicht mehr, weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja irgendwann mal, ja. Aber vielleicht ist es irgendwann ja mal sehr nützlich, das Ding zu benutzen. Ja. Kann natürlich sein. Ich kann nicht viel machen, also heile ich sie einfach. Ich musste vorgehen, damit ich ein bisschen an die Keile rankomme. Hab nicht gesehen, dass eigentlich noch der gepanzerte Mörder hier vor uns steht, aber. Mhm. Den kann ich ja anzünden mit Madora. Ne? Ist cool. Ist Madora. Diesmal hat es gar nicht angezündet, wie gemein. Er ist nur warm. Er ist warm? Tja. Ich werde jetzt was Dummes tun, John, aber ich will es einfach ausprobieren. Das war mal eine unkonventionelle Nutzung, würde ich sagen. Ich habe ihm Eile gegeben und er ist in Flammen aufgegangen, weil er schon warm war. Ja. Ach so, sehr gut. Das war schön. Das war ein Feuerpfeil? Nö, das war ein ganz normaler. Ah, du machst aber mit deinem Bogen auf Chance, also Feuerschaden. Ich glaube auch, ja. Cool. So. Warum wird Madora nicht geheilt? Erst am Ende ihrer Runde? Könnte sein, ne? Ja, ich würde. Zieh sie einfach aus dem Gift raus, bitte. Ja, ich gehe weiter vor mit dir. Aber sonst brauchst du ja nichts machen, weil. Ja. Okay, dann wird es wieder voll geheilt, sehr gut. Dann haben wir gleich weniger gut. Stress. Ich habe das Gefühl, es geht gerade ein bisschen schneller als letzte Mal. Ah, schön, noch gelähmt. Wunderbar, dann brenne ein bisschen vor dich hin, mein Freund. Das können wir sogar noch verbessern. Ja, der eine ist abgefackelt. Hahaha. Mensch, da war es nur noch einer. Ja. So schnell kann es gehen. Also Leute, wir werden versuchen, das ein bisschen diverser zu halten mit dem, was wir tun. Und auch, dass wir ein paar Schriftrollen vielleicht mal nutzen. Aber es ist halt immer so, gerade wenn man den Kampf nicht kennt, weiß man auch nicht, was auf einen zukommt unbedingt. Hui. Wow. Ja, das stimmt. Und man kann das oft schlecht abschätzen, finde ich. Ja, und meine Pfeile... nicht in- und auswendig kennen. Wie gesagt, es sind halt begrenzt. Also ich werde die Pfeile bestimmt öfters mal benutzen, aber nur, wenn es wirklich auch... Das Schöne ist doch, haben wir sogar in letzter Zeit mehr als vorher. Ja. So, dann. Madora brennt noch ein bisschen, aber das ist ja nicht schlimm. Oh, was soll's. Wir können ja mal sie ein bisschen löschen. Du hast sie angeschossen, John. Eigentlich habe ich sie angesprochen, aus Versehen. Ja, aber Sympathie minus 5, weil sie gerade in dem Moment ein bisschen am Fackeln war, anscheinend. Ach so, darf man sie da nicht anreden, Mensch. Ja, weil das dann als deinen Schaden zählt, den du ihr gegenüber machst. Das muss ich natürlich anstellen. Das ist im Eifer des Gefechts hier. Ich finde auch, also sie stellt sich wirklich ein bisschen an. Okay, hier ist ein Betäubungspfeil. Das Gold nehme ich mal mit. Noch ein Feuerpfeil. Geringe Heilung, die sollte Madora zum Beispiel haben. Oh Gott, Leute, Fertigkeit des Feuerballs. Scheiße, John, ich werde das gar nicht haben, weil wir den Part nachspielen. Nein, Leute! Ja, das ist natürlich mies. Oh. Jetzt wird das so richtig scharf gemacht. Tja.
Das ist schon Ironie des Schicksals. Das ist so gemein, Leute. Das ist so gemein. Wo ist denn jetzt der Feuerball? Ich will ihn mal austesten. Oh, guck mal, wie schön. Das ist ein kleiner Feuerball. Guck dir den Radius an. Oh mein Gott. Hui. Der ist echt schön. Der hat einen Radius von... Was steht da? 4 Metern. Das ist so wie unsere Gruppe gerade steht. Die könnte ich alle treffen. Mhm. Heftig. Ich ja, will den Feuerball behalten. Tob dich in dem Part aus. Das ist so gemein, Leute. Ach, der kommt bestimmt wieder. Hätten wir das ganze Kram auch nicht mitnehmen müssen. Eigentlich schon zurück. Naja. Egal, aber wir sind dann hier runtergelaufen, haben noch ein bisschen aufgedeckt. Mhm. Da ist noch eine Truder nahe, die können wir noch mitnehmen. Ja, ist auch egal, komm, halt drauf. Denn hier kommt gleich noch was Interessantes. Nicht direkt hier, aber hier unten. Okay. Denn hier ist diese Mühle mit den 2 Skeletten, mit Livia und Blossius. Mit denen müssen wir noch reden. Aber John, wir haben nicht so viel Zeit gebraucht wie das letzte Mal. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen trödeln. Oh, damn. Naja. Da müssen wir das Gespräch sehr lange laufen. Wir reden ganz langsam. Da hinten steht, glaube ich, auch noch was. Veredler. Ja, du bist dran, John. Du darfst mit ihm reden, bitte. Na gut. Den Stufenaufstieg müssen wir jetzt auch nicht machen, Leute. Das haben wir das letzte Mal gemacht. Ja, ihr seht dann das nächste Mal. Was vielleicht machen wir es nochmal, um die Zeit rumzubekommen. Mal gucken. Ich glaube, den habe ich gesprochen, oder? Okay. Ja, wer seid ihr? Bleibt, wo ihr seid. Wer ich bin? Wer seid ihr denn? Dieser verwunschene Hof ist schon gruselig genug, ohne dass ihr mich so erschreckt. Um eure Frage zu beantworten, mein Partner und ich gehörten einer unglückseligen Kohorte von Legionären an, die den Hauptmann Aureus, die von Hauptmann Aureus geschickt worden war, um diese Kirche zu untersuchen. Ja, wir sind jetzt bei der Kirche und da wird's richtig schön, warm nämlich. Ich glaube, die gruseligen Vorgänge bei der Kirche sind der Grund dafür, dass Livia und ich in unsere Knochen gefangen sind, anstatt durch die Halle der Seelen zu tanzen. Und gefangen meine ich ganz wörtlich. Oh, was würde ich dafür geben, meine... Was war das? Puh, ich dachte, ich hätte einen Zombie gehört. Was ich sagen wollte, oh, was würde ich dafür geben, meinen Liebling Marisa noch einmal zu sehen? Was für ein Held, ey. Oh ja. Ja, was sieht man das Skelett, ne? Also. Ja, das sieht man selten. Was eure Frau Marisa angeht? Mein kuscheliger Wuschelkuschel, Licht meines Lebens, Feuer meiner Seele. Da ich sowieso so gut wie tot bin, würde ich alles dafür tun, meiner lieben Marisa noch einen letzten Brief zu bringen. Wir wissen, wo die ist. Wenn ich versuchen würde, mich wieder in die Zivilisation zu begeben, würde man mich sofort aufspießen. Schon beim Gedanken daran wird mir ganz anders zumute. Ihr lebt, Herzschlag, Weichteile und das alles. Vielleicht könntet ihr das für mich abliefern? Vergesst nicht, dass das eine Privatangelegenheit zwischen Ehefrau und Ehemann ist. Also nicht nachsehen, wenn ich bitten darf. Tja, alles schön. Hat seinen Preis, ne? Yeah. Wenn das überliefern, so. Müssen wir auch lesen. Ach so, ja. Was bei der Kirche los? Wenn ihr auf dieser Straße bleibt, gelangt ihr direkt zum Eingang, aber ich würde davon abraten, wenn ihr eure Gesichtshaut behalten wollt. Dort wimmelt es nur so von Nekromanten und den grässlichen Wesen, die sie wieder zum Leben erweckt haben. Klingt doch schön. Lava, Höllenfeuer, ein Knochenschreien und all das nur in dem Hof hinter uns. Unser Trupp scheint es nie an den Schreck vorbeigeschafft zu haben, die dort lauern. Okay, ich bin da mal weg. Okay, dann bleibt ja noch die gute Frau. Wie wir. Okay. Geht leise, ja? Jede plötzliche Bewegung löst bei Blossius womöglich einen Herzinfarkt aus. Oder, wisst ihr, einen Rippeninfarkt? Ja, wer seid ihr und wer ist Blossius? Nun, was wir jetzt sind, hat mit dem, was wir früher waren, nicht mehr viel zu tun. Wir waren Elitesoldaten, Blossius und ich, 2 Soldaten in einem Regiment von Aureus besten Wachen. Wir haben vereinbart, diese Kirche zu überprüfen. Aureus ahnte, dass der Ausbruch der Untoten hier begonnen haben könnte. Und obwohl wir unsere Mission nie erfüllten, bin ich mir sicher, dass er recht hatte. In der Nähe der Brücke hinter uns hat ein untotes Monster seine eigene Höllenlandschaft errichtet. Um einen Schrein aus Knochen herum, den es Gott weiß für welche schrecklichen Zwecke verwendet hat. Vielleicht um die Ghule zu kontrollieren, die dieses Land heimsuchen. Was geschah mit dem Rest eures Regiments?
genau wie das, was mit uns passierte, teilweise irgendwie. Wir versuchten vergeblich verlorene Boten gegen den feuerflüssigen Teufelskönig, der über dem Hof hinter uns thronte, zurückzugewinnen. Einer unserer Soldaten hat auf raffinierte Weise ein Gerät am Boden angebracht, das einen temporären Pfad durch die Lava geebnet hat. Ihr Plan schien zu funktionieren und wir konnten bis zur Arena der Höllenbestie vordringen. Aber bald waren wir zu weit gekommen und es gab keinen Ausweg mehr. Aha. Ich habe noch nie zuvor so eine Hitze gespürt, Quellenjäger. Ich habe noch nie zuvor Feuer in und durch meine Haut, meine Sehnen gespürt. Und dann waren wir alle nur noch Knochen. Aber lediglich Blossius und meine Seele erwachten erneut in unseren Knochengerüsten. Die anderen blieben liegen, wo sie zusammengebrochen waren. Die besten Kämpfer der Legion, verbrannte Knochen und einem zerbrochenen Rübenwagen. Ha, vielleicht können wir die noch finden und ausplündern. Vielleicht, ja. Was haben die eigentlich aber da, wenn man auf... Dieses Gerät, das sie von dem sie gesprochen hat, das auf dem Boden angebracht ist, damit man durch die Lava kommt, finde ich ein bisschen komisch, weil... Wir haben nicht sowas gefunden, oder? Nö. Vielleicht sollten wir darauf achten. Könnten wir tun, ja. Okay. Also entweder machen wir den Part heute ein bisschen viel kürzer oder wir müssen noch 13 Minuten irgendwas finden, was wir machen können. Ja, wir können ja ruhig etwas kürzer machen. Oder haben wir irgendetwas noch vielleicht übersehen? Oder? Weil das Ding ist, letztes Mal haben wir genau auf der Brücke geendet, Leute. Ja, wieso haben wir das letzte Mal so lang gebraucht? Weil der Kampf länger gedauert hat. Also, das ist ja krass. Ja. Ja, stimmt, wir haben hier aufgehört, da erinnere ich mich noch, ja. Ne? Der Kampf hat einfach viel länger gedauert. Wir könnten noch leveln. Das haben wir auch noch gemacht. Wir haben noch gelevelt. Stimmt, wir haben gelevelt. Ich weiß gerade nicht mehr, was wir genau gelevelt haben. Na, wäre jetzt doof, wenn wir was anderes leveln. Und ich glaube, das sieht wieder anders aus. Ja, doch, ich habe Fertigkeiten gelevelt, das weiß ich noch. Gibt's noch irgendeine Quest oder so, das wir noch abgeben könnten oder irgendwas? Ach, ich kann gar nicht leveln, nur Dahan kann leveln. Ah. Nicht, dass ich wüsste. Nee, ne? Ich meine, mit Dahan hätte ich Schnelligkeit gelevelt. Bin mir aber gar nicht mehr so sicher. Ich glaube aber schon. Ich mach mal Genigkeit. Und Jahan habe ich aber Handwerk gegeben. Das auf jeden Fall. Denn wir haben jetzt drei Handwerk und können damit mehr Sachen basteln. Deswegen konnte ich dir ja ein paar Pfeile basteln, die vorher nicht gingen. Zum Beispiel diese Stasis-Wolkenspitzen. Also Wolkenpfeilspitzen konnte ich jetzt zu Pfeilen machen und sowas. Mache ich jetzt nicht, Leute, weil... Also ich habe auf jeden Fall die Elite-Scharfschützenfähigkeit hochgeskillt auf 3, damit ich da wieder ein paar Slots für neue Skills habe. Bin mir aber noch unentschlossen, welchen Skill ich letztendlich reinmache von meinen Büchern. Also ich weiß, dass ich Bücher hier drin habe, die hebe ich mir ja gerade mit Absicht noch auf. Ah, okay. Und mal gucken, was ich mir da dann gönnen werde. Das, hast du da nicht ein paar mehr? Also kriegst du immer 2 oder 3 mehr. Ja, glaube ich. Ja, ich glaube 2. Und ich glaube, du kannst sie zur Not auch noch überschreiben. Wäre zwar Geldverschwendung theoretisch, aber naja. Ja, wie geht das? Also wir können die Bücher auch verkaufen. Also ich meine, du kannst sie überschreiben. Ja, okay, überschreiben. Ja, du kannst einen vergessen. Du kannst auf K drücken und dann vergessen. Und dann kannst du den Slot wieder neu belegen. Ach, so ist das. Okay. Das ist natürlich gut zu wissen. Oh ja. Vergessen, Mensch, ja. Ja, dann. Ja, dann überlege ich mir vielleicht. Ja, gut, jetzt habe ich schon getan. Na egal, dann habe ich halt viele Slots, was soll's. Hast du jetzt welche Sachen vergessen? Ich habe halt extra hier gespart, damit ich mehr Slots habe, aber ich habe dieses Vergessen-Feature gar nicht gewusst. Da hätte ich ja mal so was Doofes, was ich nie benutze, mal vergessen können, ne? Zum Beispiel, ja. Naja. Auch nur, wenn es auch wirklich nicht nützlich ist, aber oh Mann, John, ich will diesen Feuerball behalten. Er braucht 7 Aktionspunkte, was echt viel ist, aber oh mein Gott, ist der cool. Ja, da müssen wir jetzt durch, da müssen wir alle durch. Ihr müsst auch durch, dass der Part kürzer ist. John, der macht 20 mehr Schaden, ne? Ja. Minimal wie maximal. Du wirst jetzt die ganze Session und die folgenden Parts deswegen noch rumheulen, ne? Oh ja, werde ich. Oh Leute, da schnappt ihr noch Body wieder rein. Da könnt ihr euch drauf verlassen, dass ich da rumheulen werde. Oh Mann, wie gemein. Also im nächsten Part noch nicht, Leute, er ist da drauf. Ja, dann geht's wieder rund. Es ist so gemein. Verdammt. Ja, die Welt ist ungerecht. Ich fand es auch total gemein. Ich habe nur diese Datei von A nach B verschoben und der bildet sich ein. Die müsste deswegen korrupt sein. Ja, warum auch immer. Doof. Das ist echt. Aber naja. Jetzt habt ihr das ja gesehen und ja, ich würde sagen, jetzt ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Dann ist der Part halt ausnahmsweise mal. Glaube ich auch nicht. Aber Leute, was ich habe, ist immerhin der Feldschlag und der wird uns von Nutzen sein. Der kann Leute niederschlagen. Ha! Mit 90%, John. Mit 90%. Ich muss unbedingt dran denken, den zu nutzen. Klingt schön. Weil der ist richtig geil, dieser Feldschlag. Den hatten wir sonst ja nur als Schriftrolle. Okay.
Ja, gut, Leute, es tut uns leid, es ist immer ein bisschen kürzer. Wir haben im Grunde dasselbe gemacht wie vorher auch. Genau. 10 Minuten eingespart. Ich meine, hat dann ein bisschen weniger hochzuladen. Vielleicht geht es dadurch ein bisschen schneller. Ne? Ja, garantiert. Ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.